Jo Freunde, herzlich willkommen auf dem Kanal Aldente. Nach langer Zeit sehen wir uns wieder zu einem neuen Let's Play und zwar spielen wir Besiege. Das Spiel habe ich mir gerade eben gekauft auf Steam. Und ja, das werde ich mit euch jetzt quasi erkunden und dann spielen. Ich habe gesehen, es gibt schon einen riesigen Community Workshop, wo ihr quasi Sachen bauen könnt, die man dann benutzen kann. Ich habe mir das auf Steam mal angeguckt. Das scheint ein Spiel zu sein, wo man irgendwie mittelalterliche Maschinen bauen kann, keine Ahnung. Es ist auch noch die Early Access Version, darum weiß ich noch nicht, wie es läuft. Und habe es eben einmal angefangen aufzunehmen, da ist es direkt abgestürzt, weil es meinte, dass es die Bildschirmauflösung nicht in den Griff bekommt. Und ich muss sagen, das, was ich gerade sehe, sieht schon ziemlich cool aus, dieser Effekt. Dass so dieser Planet ist. Aber ich sag mal so, wir fangen jetzt gleich mal an. Ich denke mal, auf Blau kann ich klicken. Gibt es noch ein anderes Blaues? Was ist das? Nee, alles rot. Wir können nur auf Y können wir gehen. Scheint der Kontinent zu sein. Machen wir auch gleich. Okay, und... Oh, geil, wir können wirklich alles drehen. Ich mag so Spiele, wo man wirklich alles auch so ranzoomen kann. Fand ich auch bei Grid richtig geil. So, ich denke mal, das sind die einzelnen Level. Ja, Zone sehen wir, die sind gelockt. Konkret, okay. Gehen wir gleich mal rein. Und gucken uns das Ganze an. Ich hoffe, es schmiert nicht ab. Oh, ja. Und es läuft, ja, lockere 50 FPS. Das geht locker klar, Jungs. Seht ihr nicht mehr als 30, also... Kann man jetzt kommen mit 50 FPS, ist viel zu wenig, Mama. Aber das juckt mich nicht. So. First build some wooden blocks into... Okay, das heißt... Gut, wir haben hier Möglichkeiten zu bauen. Ich habe mir das schon mal auf YouTube, habe ich das gesehen, das Spiel bei Debitor. Und dachte ich mir, komm, holst du dir. Und heute hat jemand donated für den Server. Und das kam natürlich dann wie gerufen. Also kann man jetzt mit rechts und links klick bauen. So, ersten Schritt haben wir. Next, select some wheels. Machen wir gleich. And attach them wherever you place. Das heißt, ich könnte das... Okay, ich kann ja auch da oben dran bauen. Boah, geil. Aber ich mag so Spiele, wo man wirklich so komplette Freiheit, Freiheit hat, was man machen kann. Und so, was machen wir als nächstes? Place your machine on the ground with... Hier oben. Set Machine on Ground, okay. Das komplette Spiel ist auf Englisch. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, es auf Deutsch zu spielen, was aber auch nicht das Problem sein sollte. Könnt ihr sicher alle ein bisschen Englisch. Und wenn ich sehe hier einfach, was ich mache. So, haben wir gemacht. Jetzt, press Play, denke ich mal. Und, ah gut, Pfeiltaste vor zurück. Oh, geil. Und jetzt müssen wir das sicher kaputt machen. Okay, ja. Zone Concrete. Next Zone. Okay, das ist das nächste Level jetzt. Destroy. Gibt es da wieder irgendwelche coolen Tricks und Tipps? Nein, was ist das hier? Steering. Ja, gut, wie kann ich was wegmachen? Naja. Also kann ich ranzoomen? Wie kann ich was wegmachen? Destroy will ich nicht. Erase. Okay. Was stand da? You can also press X. Ah, oh, gut. Also kann ich jetzt mir das angucken? Ah, gut. Okay, gut. So, wenn ich jetzt hier das... Mit was kann ich das schon? Rechts und links? Gut. Dann nehmen wir die Räder weg und setzen die... Oder, nee, warte, ich muss im Small Block dran. So, denke ich mal. Und dann kann ich hier ein Rad machen. Wenn ich jetzt sage Play... Ja, so können wir lenken. Es wird einfach weiter angetrieben. Okay, gut. Gut. Gut zu wissen. Was können wir noch machen? Was gibt's hier alles? Armor. Gut, hier haben wir so... Fly. Okay, man kann damit fliegen. Krass. Was ist denn das? Small Spike. Flame. Haben will. Mit Y. Gucken. Also, ich will... Oh, ja, Mann. Haha, der Baum brennt, wie geil, Alter. Okay, also ihr seht, das ist quasi erstmal so ein bisschen lernen und entdecken, was man machen kann. Ich habe das... Okay, der Baum ist abgefackelt, geil. Ich habe das Spiel selber, wie gesagt, noch nicht gespielt. So, ich werde dafür fangen einfach nochmal von vorne an. Mache jetzt noch ein was und dann werde ich den nächsten Level... Wo komme ich zurück? Ah, Blocks. Basic Blocks. Okay, hier ist einfach das gleiche, oder? Ja. So, sagen wir gehen
zwei nach vorne. Kann man eigentlich auch einen großen nehmen. Dann möchte ich. Was ist ein Brace? Click and Drag. Okay, das sind so Verstrebungen. Swivel Joint. Was ist denn ein Swivel Joint? Das scheint so ein Zahnrad zu sein, denke ich mal. Halfpipe. Okay. Okay. Okay, gut. Dann. Ah, hier gibt es verschiedene Räder. Gut. Zahnräder. Okay, nice. Werden wir später sicher brauchen. Weil ich habe gesehen, man kann da so richtig abgefuckte Maschinen machen. Und so, dann nehmen wir jetzt erstmal hier Steering Wheel. Und jetzt wäre die Frage, ob es Sinn macht, auch hinten hinzubauen und dann erstmal mit kleinen Blöcken zu machen. Wir können das ja alles testen. Das ist ja das Schöne hier. So. Dann die Wheels da dran und dann gucken wir gleich mal, ob das funktioniert. Ja genau, das ist das, was ich dachte. Also wir müssen die irgendwie entgegengesetzt schalten, wenn das geht. Kann ich das dann einstellen? Naja, ist jetzt eigentlich auch egal. Wir werden jetzt erstmal das Level hier machen. X war destroying, glaube ich, ja. So. Jetzt müssen wir die Small Blocks hin. Wir müssen ja nach vorne lenken, dann klappt das ja. Vaporin, Weaponry, Spike Ball, Metal Blade. Oh, das sieht böse aus. Das sieht sehr böse aus, vor allem mit Drehbewegung. Cannon. So, ich denke mal, wir werden das brauchen. Wir brauchen C für die Kanone. So. Ach, das ist Single Shot. Ist ja lächerlich. Ne, wir brauchen was mit mehr Bums. Und dann habe ich, da habe ich was gesehen bei Debitor. So, nochmal neu. Ja. Und zwar kann man so eine Art Katapult bauen. Dafür würde ich das so machen. Ich glaube, dann ging das so. So. Dann geh mal runter. Lass mal runterfallen. Okay. Dann hier kommt einer drauf. Dann, ich glaube, so und nach hinten irgendwie viele. Oder den weg. Der kann weg. Dann so. 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 Ah ne, wir wollten ja Steering-Dings, dieses Steering-Zeugs dahin machen. Auf Pipe. Ich denke mal, das packt mal dahin. Ne, nehmen wir weg. Und wenn wir hier jetzt Weaponry. Ach, Holder brauchen nicht. Wir brauchen hier das Ding brauchen wir. Oder Plow? Was ist denn Plow? Ne, Plow brauchen wir nicht. Das ist safe, dass wir. Okay. Ja, wie gesagt, Störung fuckt noch ein bisschen ab, aber da lassen wir uns nicht von stören. Weaponry. Okay. Das Ding. So. Damit sollte das Gewicht technisch auch klappen. Kann man das irgendwie wieder höher nehmen? Ja, kann man. Okay, und dann große Räder. Großes Katapult braucht große Räder. Und dann gab es hier sowas. Von hier nach hier irgendwie. Wie kann ich das machen? Dass das, also das. Nee. Click and drag, okay. Aha, so wollte ich das. Ich muss von hier nach da. Und von hier nach dort. Und das kann ich dann. Der muss weg. Das kann ich dann mit L nach unten ziehen. Dann nehmen wir. Junge, Feuerball, Junge. Okay. Ja, warte mal, das will ich nochmal sehen. Das will ich nochmal aus einer besseren Perspektive sehen. So. Wir fahren damit vor. Aufpassen, dass uns das Ding nicht irgendwie umhaut. Und jetzt können wir die Teile ranziehen. Nice. Okay. Das klappt schon richtig gut. Ey, das macht Spaß, das Spiel. Das ich glaube, ich gefällt es auch beim Zuschauen. Wie gesagt, ich denke mal, ach cool, das bleibt weiter. Ja, Mann. Da steht Reach da hinten. Dann werden wir einfach.
War da eine Bombe? Ah, das sind Bomben. Okay, das heißt, jetzt brauchen wir die Lenkung. Gut, da müssen wir das hier wegmachen. Und hier einen smallen Block dran setzen. Ne, erstmal brauchen wir Lenkung. Lenkung ist erstmal wichtig. Da. So. Bisschen anzoomen. Und an die Räder. So. How to use the camera hatten wir schon. So. Aber man kann die auch so verschieben, gut. Okay, dann würde ich sagen, können wir schon eine Go machen. Können doch jetzt eigentlich L drücken, damit die Bombe aktivieren, oder? Ah, verdammt. Ich würde hier vorne noch Kanonen dran machen, glaube ich. Wo war denn das? Weaponry? Jo, das könnte vielleicht so klappen. Aber die erste Bombe ist weg. Nice. Das war doch gar nicht so dumm. Nein, geh nicht kaputt, geh nicht. Das Schaf! Nein, und mein Auto. Okay, das war ein Fail. Das war offizieller Fail. Also merke Kanone zu schwer. Aber vielleicht Kanone da drauf. Dann. Ja, damit klappt's. Nein! Können wir nicht einfach außen rumfahren, jetzt mal ehrlich. Bleib ganz, Auto, bleib ganz. Vielleicht ist es einfach zu breit, um da durchzufahren. Nee, die Schafe, ey. Das ist so traurig eigentlich. Und dass man sowas witzig findet. Oh nein! Ja, komm, dann geht drauf. Bumm. Holy fuck. Lol. Dicke Kettenreaction hier. Dann werde ich versuchen, komplett neues Auto zu machen. Und dann würde ich sagen, das war's dann auch schon mit der Folge. Nachdem wir das geschafft haben. Und zwar ein schnelles, aber kleines Auto. So. So. Steering-Ding da dran. Dort. Vielleicht noch ein nach hinten. Und so nach drüben. Wir brauchen Räder. Dann nehmen wir die. So. Müsste ja klappen eigentlich. Das Schaf, ey. Ja, das klappt. Oh Mann. Und da habe ich gerade eine SMS bekommen. Ah, gut. Mann, warum klappt das nicht? Wie nah muss ich denn da weg? Dann würde ich sagen, wir packen hier noch eine Kanone drauf, oder? Jo. Oder wir machen das anders. Nee, man kann ja nur eine Kanone nehmen. Also, beziehungsweise alle gleichzeitig abfeuern, glaube ich. Muss ich mal gucken, ob man das irgendwie timen kann. So. Diese Physik, ey, ohne Witz. Komm, go. Wir fahren mal wieder außen rum. Schön über die Schafe drüber. Die Kamera muss nachgesetzt werden. Oh mein Gott. Das schießt ja natürlich drüber, was auch sonst. Ich wäre mal dafür, dass wir auch. Ach, die Säule geht kaputt zum Beispiel. Komm, kann ich hier einfach gegenfahren? Ah ja, komm an. Komm, nein, 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 nicht zur Bombe, nicht zur Bombe, nicht zur Bombe! Was ist das denn? Wiggle, wiggle, wiggle. So. Komm, last try jetzt. Kanone weg. X. Was gibt's denn noch Cooles? Fetten Bohrer dran. Kann man betätigen mit? Betätigt sich vielleicht selber. Ja, betätigt sich selber. So, komm, go. Okay, jetzt hängt das Spiel. Ah, man darf nicht zu. Ja, recht. Recht. Stopp, stopp, stopp. So.
Last Try, Bohrer ab. Mit dem kleinsten Fahrzeug, was, glaube ich, möglich ist. Smallest car in the world. Versuchen wir jetzt. Die Schafe rennen immer aber auch nach, kann das sein? Komm, nicht zu krass einbiegen, nicht zu krass einbiegen. Die rennen mir nach, die Schafe. Können wir aus Versehen mal Rückwärtsgang einschalten hier. Ui. So. Und jetzt hier gekonnt drumrum. Ey, die Schafe machen das mit Absicht, glaube ich. Das sind. Die sind suizidgefährdet, mal. Haha, nicht so nah an die Bombe. Bitte, please, please not. Nein, 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 nicht explodieren. Junge, das ist so anstrengend. Da hat er keinen Fehler. Wenn der Bob jetzt die Bombe triggert, raste ich aus. Ja, wir haben es geschafft. Und ich hoffe, euch hat die Folge richtig Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und das sieht auch cool aus. Das ist halt so diese Mischung aus handgezeichnet und doch ein bisschen realistischer. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich richtig über eine Bewertung freuen. Würde auf jeden Fall jetzt hier von mehr kommen, weil ich das Spiel doch ziemlich feiere. Ich denke mal, ich werde das jetzt auch alleine noch ein bisschen weiter üben. Dass ich einfach dann noch im Let's Play mehr Erfahrung habe und auch schneller Sachen bauen kann. Das hat jetzt doch ein bisschen gedauert. Und wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Einfach einen Kommentar da lassen, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.